Aufregung bei den Kemeyers. Und ja, diese 6 Kinder gehören alle dazu. Die Großfamilie freut sich auf das Konzert der anderen Großfamilie, die in Bremen auf der Bühne steht. Allerdings sind die Kellys inzwischen alle erwachsen. Die Kelly Family feiert ihr Comeback und auch die Kemeyers sind in der ausverkauften Halle dabei. Die singende Großfamilie mit dem Markenzeichen lange Haare begleitet sie schon ihr Leben lang, privat und beruflich. Wir beide haben uns vor ganz vielen Jahren eigentlich schon bei der Kirchentour von der Kelly Family kennengelernt. Da hat Sven den Tourleiter gemacht und ich bin auch Fan und habe da immer so ein bisschen Merchandise gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir ganz schnell geheiratet und ganz viele Kinder gekriegt. Wie die Kellys. Und die sind inzwischen schon echte Freunde der Kemeyers. Joey Kelly kommt sogar zur Hochzeit. Und weil Papa Sven nicht nur Fan ist, sondern auch auf den Konzerten arbeitet, sind die beiden Großfamilien noch enger zusammengewachsen. Das ist sehr familiär auch. Oft kommen die Kinder von den Kellys selber auch. Und das ist einfach wirklich wie wenn du in eine Familie reinkommst. Du bist so aufgenommen, alle sind lieb, alle sind nett und es macht halt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen habe ich auch dieses Jahr gesagt, okay, mache ich Merchandising, obwohl ich Künstlerbetreuung mache und auch Tourleitung. Aber in diesem Fall halt auch mal das Merchandising, weil ich halt total Lust hatte, wieder mit den Kellys unterwegs zu sein. Dass die Kellys eines Tages zur befreundeten Familie werden, damit hätte Arti Kemeyer nie gerechnet. Mit 6 Jahren sieht die inzwischen 34-Jährige die Kelly Family das erste Mal live. Dann fing das nachher so 1994 an, als dieser Hype auch losging. Und ich erzähle gerade was, Mausi. Und dann war es halt wirklich so, dass meine Eltern halt es auch sehr unterstützt haben und meiner Freundin und mir halt wirklich jeden Monat bestimmt 1-2 Mal zu Konzerten gefahren sind, auch selbst bis nach Bayern runter. Und nicht nur das. Mit 12 Jahren bastelt Arti Kemeyer mit 2 Freundinnen einen 120 Meter langen Fanbrief, obwohl die drei wissen, dass die Kellys damals sehr distanziert sind. Man hat das auch jetzt schon gemerkt, also wo wir letztes Jahr getroffen haben, also Casey und so, die haben gleich also so zu sagen, ja fass mich bloß nicht an und so. Und Mitte der 90er Jahre sind die Kellys echte Superstars. Dabei sind einige der 9 Geschwister selbst noch Kinder. Inzwischen stehen nur noch 6 der Geschwister auf der Bühne. Maite und Paddy Kelly wollen sich lieber auf ihre Solokarrieren konzentrieren. Als Familie halten sie dennoch alle zusammen, beteuern die Kellys. Echte Geschwisterliebe, die es auch bei den 6 Kemeyer-Kindern gibt. Manchmal ist es einfach nervig, aber manchmal ist es dann halt einfach irgendwie schön. Musikalisch sind die Kemeyers aus Oldenburg bislang zwar noch nicht, aber auch das könnte noch werden. Till will jetzt seine eigene Band gründen, übt jetzt Schlagzeug und Tom ist auch dabei. Also sie wollen, die spielen Cajon, also sie probieren sich gerade so ein bisschen aus. Also es könnte sein, vielleicht in 15 Jahren, 5 oder 10 Jahren. Aber ohne uns, also wir können nicht singen. Ich mache dann Merchandising oder Tourleitung und du machst den Merchandising oder so. Mal gucken. Doch bis die Kemeyer Family soweit ist, freut sie sich erstmal, dass die Kelly Family endlich wieder auf der Bühne steht.